Also aber ich als Vierempfänger habe schon Luxusleben, weil ne, du kriegst die Miete bezahlt, du kriegst den Strom bezahlt, du kriegst Lebensunterhalt. Also für dich tun halt, ne? Wo ich vom Jobcenter mal Geld bekommen habe, war ich auch mal zocken. Ja, verzockst du quasi Gelder von Steuerzahlern. Lohnt sich Arbeit? Ich bin's Markus, lebe vom Jobcenter. Die Miete abgezogen wird und der Strom, bleiben mir 364 Euro übrig und das ist mir viel zu wenig. Ja. Das ist doch schon wach, Alter. Ich bin gerade wach und bin alle aufgeschnitten. Also, wo meine Tochter auf die Welt kam, da habe ich mich sehr gefreut. Schwarz fand ich bei der Geburt dabei, aber. Ja, jetzt habe ich zwei Kinder. Jetzt muss ich gucken, wie das Leben weitergeht. Ja? Ich wohne zurzeit allein zu Hause, weil meine Freundin ist im Mutter-Kind-Heim mit meiner Tochter. Mein Sohn ist im Kinderheim. Also meiner Freundin wird vorgeworfen Misshandlung, Kindesmisshandlung. Jetzt die Kinder geschlagen, ne? Und halt die haben gesagt, die wäre überfordert. Wo das passiert ist, Karneval, wird mir vorgeworfen, dass ich halt den Jerome, also haben halt mehrere beim Jugendamt gesagt, ne, ich hätte den Jerome geschlagen, er hätte blaue Flecke. Also der wäre ja mit dem Kopf gegen diese Busstange da geknallt, aber das stimmt nicht, der hätte auch keine Verletzung. Und dann haben die Fotos gemacht, das waren alte Verletzungen, halt vom Spielen, von draußen. Ich habe es natürlich zugegeben, ja, ich gebe zu, ich habe den auf den Popo gehauen, aber mehr aber auch nicht. Beim Gericht ist rausgekommen, dass der Jerome erstmal in einem Heim kommen sollte. Und Samira ist dann natürlich in ein Mutter-Kind-Heim in Leverkusen. Ja, und da bin ich jetzt halt zurzeit mit der Samira. Um meine Kinder wiederzukriegen, hatte ich Auflagen vom Jugendamt und die sind meine Schulden. Dann wollte ich die Wohnung renovieren und mich um einen Job bemühen. Also, dass ich auch meine Kinder halt wiederkriege, ne? Ist ja mir auch wichtig. Ich möchte wieder mal Arbeitslosengeld 2 beantragen. Ja. Weil ich jetzt momentan auch keine Arbeit mehr habe. Das heißt nicht mehr, du hattest Arbeit? Ja, ich war jetzt auf dem Gerüst gewesen. Und jetzt momentan ist die Lage schwer, weil es nicht so viel Arbeit da. Und hat mein Chef gesagt, halt, dass ich dann auf 450 Euro Basis arbeiten kann. Hab ich gesagt, nein, möchte ich nicht. Warum? Dann kann ich auch Arbeitslosengeld 2 beantragen, das ist fast das Gleiche. Also aber ich als Vierempfänger habe schon ein Luxusleben, weil ne, du kriegst die Miete bezahlt, du kriegst den Strom bezahlt, du kriegst Lebensunterhalt, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast eine Wohnung. So. Also an Hartz IV, weil ich von denen von Unterstützung bekommen habe, derzeit ein Standpunkt, Jason sogar bei 45.000 Euro. Also für nichts tun halt. Ne? Also ich habe keinen Bock auf Arbeit momentan, weil meine Kinder mir wichtiger sind und halt, weil ich auch so einen Schuldenberg habe, alles, weißt du, so viele Sachen halt, ne, die es bei mir drum gehen und ja, deswegen möchte ich erstmal nichts machen. Was für Schulden hast du denn? Wie viel? Weiß ich, vielleicht habe ich in der Höhe so 20 bis 25.000 Euro Schulden. Ja, viel Scheiß gebaut früher. Ja. Komm. Was denn so? Etc., alles Mögliche, ich weiß nicht genau. Irgendwo angemeldet, dann nicht bezahlt, bestellt, nicht bezahlt, halt so halt Sachen.
eigentlich war das hier der alte Jobcenter-Termin. Da hatte ich aber verpennt gehabt, weil ich da wäre um 9 Uhr. Und jetzt habe ich einen neuen heute bekommen um 9 Uhr am 21. Ja. Ich setze mich jetzt gleich wieder dahin und dann labert die mich zu mit irgendwas und dann kann ich wieder gehen, so gesehen. Das waren 5 Minuten. Dann kann die eigentlich auch am Telefon sagen. Wie viel Geld gibst du so für Zigaretten aus? Also für Zigaretten im Monat vielleicht 200 oder so. Und wie finanzierst du das? Also Jobcenter finanziert mir ja Geld jeden Monat und von dem Geld soll ich hier einkaufen gehen und keinen Tabak oder so kaufen oder Alkohol. Ne? Zumindest darf es ja nicht, ist ja verboten. Aber machst du trotzdem? Ja, mach ich trotzdem. Glauben könnte ist, wenn die rausgehen, dass sie wissen, dass ich gekündigt habe und nicht mein Arbeitgeber, weil ich schon gesagt habe, ich habe keine Lust auf 450 Euro zu arbeiten, da ich dann Sperre kriege. Was noch blöd laufen könnte ist, wenn die das rauskriegen, dass meine Freundin im Familienhaus eingezogen ist, dass in dem Sinne haben die ja so viel Leistung dann bezahlt, also Strom, Miete und so, weil die wohnt ja zurzeit nicht zu Hause und das wäre blöd dann, wenn die das jetzt rauskriegen. Was hast du denn jetzt gesagt wegen Jessica und dem Wohnheim? Hab die Bastard angenommen. Nein. Warum? Also ich hab die angelogen halt in dem Sinne, weil meine Freundin ja im Wohnheim gelebt, also lebt noch. Und denen ist gesagt, dass sie wieder zu Hause ist, dass sie die Miete und den Strom bezahlen. Und mein Geld kriege ich ab nächsten Monat auch wieder. Und in dem Sinne mache ich ja auch einmal in der Woche eine Maßnahme. Das ist halt bei so einer christlichen Sozialhilfe und da muss ich einmal die Woche hin, halt Bewerbung schreiben. Weiß ich nicht jetzt. Ich will auch renovieren hier in der Wohnung, halt auch wegen den Kindern. Ja, welches Zimmer willst du denn überhaupt renovieren? Ich wollte Wohnzimmer wollt renovieren, dann die Küche und Jerome sein Zimmer, weil das muss wieder neu tapeziert werden und gestrichen werden. Ja. Ich kann dir mal das Zimmer ja mal zeigen, was ich machen will. Hast du von mit Jerome das Zimmer, ne, Marcel? Und ja. Im Jugendamt habe ich auch mitgeteilt, dass ich das auch renovieren will, weil es ist schon 5 Jahre alt, ne? Und besseren Eindruck machen von mir auch, ne? Dass ich mich auch bemühe um alles, dass sie beide ein schönes Zimmer haben. Guck mal, wie das aussieht da. Ja, ich weiß. Weil hier ist ja auch viel Tapete ab und so, ne? Jetzt habe ich jetzt provisorisch, da ist noch mehr hinter ab. Und was habt ihr denn da gemacht alles, ey? Ja, Tapete abgerissen, weil ich wieder langweilig oder am Spielen war, keine Ahnung. Ich war keine halt. Ne? Na, das wird mal Zeit dann, ne? Ja. Samira-Zimmer habe ich ja schon gemacht, letztes Jahr. Beim Jerome haben wir auch die Erstausstattung bekommen. Die Möbel, die wir noch hatten. Vom Jerome fand ich eh nicht so schön, das Bett. Es war auch für Mädchen nicht so schöne Farben, ne? So braun-weiß. Nee. Da haben wir die alle weggeworfen. Die Frau kam vom Jobcenter, hat eine Prüfung gemacht. Für die Erstausstattung, ob wir schon Sachen haben, aber wir hatten ja keine mehr. Und dann wurde das genehmigt, dass wir diese Erstausstattung kriegen. Dann sind wir zu Esperanza gegangen mit den katholischen Frauen und haben die gefragt, ob wir vom Jobcenter schon Erstausstattung bekommen haben. Aber ich sag, nein, haben die uns nicht. Ja, dann haben die gesagt, hier ist eine Liste, kreuzen an, was die brauchen. Alles habe ich angekreuzt. Sogar Sachen, die ich gar nicht kannte, was am Blut drauf stand. Ja. Wie ich das finanzieren soll, weiß ich momentan auch noch nicht. Mal gucken, wie ich das auf die Reihe kriege. Da ich ein bisschen was spare, auf Seite lege, dass ich dann Tapete und Farbe erstmal kaufen kann. Solange ich ihn kenne, habe ich noch nie wirklich gesehen, dass er gespart hat. So. Ja. Ich weiß, wenn man Geld in der Hand hat, gibt man das Geld schnell aus. Dann denkst du, komm. So irgendwas machen, zocken gehen oder so, vielleicht machst du dann 300-400 raus, wenn du 10er reinschmeißt oder so, oder? Ah, kennen wir. Ich wollte ja nachher auch nochmal gucken, meinen letzten 10er reinwerfen im Automat, vielleicht hab ich ja Glück. Da fängt schon an mit dem Sparen, siehst du?
letzten Zehner reinwerfen, ne? Und weg und nix. Ja. Dann kommst du, kriegst die Tapete erst in 4 Jahren oder so. Ja, der Vorteil könnte sein, dass ich, wenn ich da spiele, dass ich gewinne. Oder der Nachteil ist halt, ich verliere, ne? Eins von den beiden. Also wenn ich mit den 10 Euro jetzt den Schiedsfeld spiele, dann habe ich ja auch kein Geld mehr. Und dann hätte ich auch kein Geld mehr für Essen oder Trinken. Da muss ich gucken, halt, wo ich mir was Geld leihe. Ne? Das wäre scheiße, ne? Ja, das wäre scheiße dann. Ja. Wenn ich jetzt verlieren würde, weiß ich ja nicht. Warum zockst du als Hartz IV? Das ist eine Sucht von mir. Ich ab und zu mal spielen gehe. Also früher war ich noch schlimmer, war ich jeden Tag jetzt einmal in der Woche oder so. Ich mal gucken, ich versuch's mal mein Glück mit meinen letzten 8,50 Euro. Also wo ich vom Jobcenter mal Geld bekommen habe und was übrig geblieben ist, dann habe ich, war ich auch mal zocken, so ab und zu mal, wenn ich Bock hatte, ne? Natürlich, ja. Also verzockst du quasi Gelder von Steuerzahlern? Ja, ja, nicht so, geht. Ja, ist auch so, wenn du mit Geld vom Job zockst. Ja. Also bis jetzt läuft es gut. Ich habe bis jetzt schon 10 Euro plus gemacht. Versuchen wir ein bisschen. Ich bin gerade bei 35,50 Euro. In dem Zeitpunkt ist eigentlich gut, das Geld rausholen, weil ich habe ja nur 8,50 Euro reingeschmissen. Hätte ich knapp 100% gemacht. Jetzt habe ich 60 Euro. Und die hole ich, glaube ich, auch jetzt raus. Weil ich weiß nicht, ob ich das noch alles noch habe oder ich versuche das sonst. Ne? Eine Entscheidung. Ja, ich krieg noch einmal durch. Vielleicht gibt es noch was. 61. Ja, ich traue mich nicht los, aber das ist mein Automat. Meinst du nicht, das wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt aufzuhören? Ja, eigentlich schon. Schön vor mir raus. Wie viel kommst du jetzt raus? 40. 40 Euro. Ne? Aber du hattest auch eben noch 50. Ja, ich hab wieder 10 Euro mehr gespielt, hätte ich lieber rausgeholt. Ich habe jetzt hier 30, 40 Euro. Und dafür hätte ich den ganzen Tag arbeiten müssen. Also ich kriege die Stunde 10, 11 Euro. Und das sind jetzt 40 Euro. Hätte ich in 4 Stunden erst das Geld verdient. Also lohnt sich Arbeit.